Mensch, willkommen zu einer weiteren Folge. Hey, Mason, it's Rumble Time! Wir rumblen heute einfach mal in der Gilde 1. Und der gleich fängt jetzt einfach mal an. Gegen Franzosen? Ja, ich habe platt gemacht. Hast du die platt gemacht? Ja. Als Rache dafür, dass du die Sprache lernen musst? Ja. Du wolltest sie lernen. Ich wollte sie nicht lernen. Doch, du wolltest sie lernen. Du hast mir ganz stolz, hast du mir erzählt. Oh, dass ich das dann mit dir zusammen lernen muss und so. Und du machst das extra, damit ich mich darauf freue. Ja. Du wolltest, dass ich Französisch lerne. Ich wollte das überhaupt nicht. Ich bin doch nicht bekloppt. Natürlich wolltest du das. Nee. Oh, Gaulois Land Member. Gaulois. Das wird anders da geschrieben. Franzosen, die Gaulois nicht richtig schreiben können. Gaulois Land Member Points. Okay. Elodie, Foc, La Broc, Bors, Arnaud. Und Kaustik. Wir haben bei uns bis jetzt gekämpft. Lord Universe. Der Veni. Ich hab da 1000 geschafft. Yamakasi. Chris. Gamer Guy. WMW. Puschel. Nero. Blitzkrieg. Zombos. Und Blitzkrieg hat tatsächlich schon gekämpft. Zombos. Bloody Fruit. Nüsse. Petro Geli. Musst du halt die einfacheren Gegner gehabt haben. Mark Oliver. 500. Liktuell. Mikael, jetzt guckt er mich wieder böse an. Ich wollte die einfachen Gegner gehabt haben. Pity, der Boss, der Bektasch. Florian Gaming, oh, Platz 19. Gold Elite, Dietronic, Yummy Yum, Herr Bausen, El Sola, Fresh Prince, Johnny Bauer, Hitman und Beta Rüdiger. So. Und auf, los geht's los. Jetzt, let's get ready to rumble. It's rumble time, it's rumble time. Again. Ja, Mann. So, also, Automatik ist raus. Ach Gott. Ich fange jetzt mal an mit der Ringenkarte. Kommt der da damit? Es hilft ihm nix. 29 Schaden. Gleich auf der 1. So, und dann können wir jetzt gleich mal weitermachen hier mit Badminton, Rocci. Wo hast du schon eine Prüfung? Jammern, selbst verfreilicht. Ja, natürlich, als ob du so viele Pre-Kombos hättest. Ah, die ersten 100. Nicht der Gelische, oder? Was denn? Ah, da kommt einer, der steckt dich. Was denn? Ja, steckt dich halt noch, Alter. Was denn? Was denn? So, Foc La Broc, den haben wir vorhin gelesen, ne? Den Foc La Broc. So, da fangen wir mal an hier mit dem vitruvianischen Menschen. Und mit der Tina zusammen. Boah, 35 Schaden auf der 1. Nur. Was heißt nur? 35 Schaden, da sagst du nur. Das ist wenig. Bitte? Das ist wenig. Bitte? Das ist wenig, ganz einfach. Pff. Kann man niemand was sagen, das ist einfach wenig. 35 Schaden. Ja. Klar, logisch. Mein Pre-Kombos, also mit meinem Quarterback Boomer als Pre-Kombo. Ja, und wie viel Leben hat er? Wenn der rauskommt? Der hat 45. 45. Und 45 mit einer 10er Mauer. Und der 6er Mauer. Na, ist er trotzdem nach 2 Runden K.O. Nein. Natürlich, bei 35 Schaden. Achso, bei 35 Schaden. Ja, nein. Bei 35 Schaden ist einer mit 45 nicht K.O. und in 2 Runden. Nein. Nein, weil es ist der Quarterback Boomauer vom Herrn Sofort. Der geht damit natürlich nicht kaputt. Nein, der ist easy. Oh Gott. Mamiu? Genauso wie der gleich. Mamiu? Den kann man auch so easy besiegen. Ich hab den ja gleich schon einmal besiegt. Und einmal, und davon auch, träumst du heute noch. Ich besieg ihn so oft in meinem letzten Freak. Jetzt mal ohne Scheiß. Wie habe ich dich zerstört, wann denn? Ich dir es gezeigt habe? Wann hast du mich mal zerstört? In deinen kühnsten Träumen hast du mich vielleicht mal irgendwann zerstört. Du weißt ganz genau, dass ich dich schon zerstört habe. Wann denn? Ja, hier in Minecraft vielleicht, nein, ja, aber nicht. Aber in Drowdown. Gleich! Du willst es einfach nur nicht zugeben, du weißt ganz genau. Baby. Du hast da gesagt, das hättest du so nicht erwartet. Was? Wann denn? Du bist so zerfetzt von mir. Zerfetzt von dir, soll ich mal lachen. Soll ich mal lachen, oder was? Nee, alle mal lachen, oder wie? Und gleich lügt gerade. Denn ich habe ihn wirklich richtig hart besiegt. Wann denn? Gerade
Ja, klar. Und dann hat er zu mir noch gesagt, das möchte er sehen, dass ich ihn besiege, weil ich gesagt habe, ich besiege dich. Und dann hat er weil gesagt, ich besiege dich, oder? Ich besiege dich. Ja, natürlich. Und dann hab ich ihm gezeigt, dann hat er gesagt, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ach, was? Ach, babbel doch kein Käse nicht. Alter Vater. Barbiche! Ja, gleich. Was? Jetzt mal ganz ohne Witz. Was denn? Du lügst deine Community an. Wann denn? Du weißt ganz genau. Ich kann mich daran, ey. Du kannst dich daran nicht. Nein, so kann ich nicht. Nein, da kann ich mich ja, nicht. Ja, er lacht gar nicht. Er kann daran kann ich mich nicht erinnern. Also, dass du mich zerstört hast, daran kann ich mich mit Sicherheit nicht erinnern. Aber hast du aber gerade gesagt, du hättest mich zerstört. Easy besiegt. Ich hatte, was weiß ich, du hast nur noch 20 Leben gehabt oder so. Ich hatte nur noch Pre-Commos auf der Suche. Du hast nur 20 Leben gehabt oder sowas, ja, Kollege. Natürlich, ja. Ja, so war's. Das sind keine Lügen. Da kommen die Lügen. Das sind keine Lügen. Boah. 20 Leben vielleicht, was weiß ich, da noch gehabt, der Kollege. Ja? Meint, er muss jetzt hier da, was weiß ich, ein ja, Big Molly machen oder was hier? Ey, du bist so. Ihr müsst wissen, der gleiche ist so ein Typ, der provoziert mega. Ich? Wo? Wen? Wen ja. Provoziert? Wann? Mich? Wie? Sorry, aber. Jedes Mal provoziert. Sorry, aber. Jedes Mal. Du fängst doch immer an. Jetzt mich zerstört und so Sachen. Ja, natürlich. Hab ich sicher. Wo denn? Ja, eben gerade hast du noch gesagt, du hättest mich nicht zerstört. Jetzt sagst du, du hast mich zerstört. Das, du weißt ja selber nicht, was du erzählst. Doch, so. Weiß ich. Bei nein. Und jetzt bei Rolle, mich... bei Rolle. Nein. Jetzt kämpfe ich sogar gegen Rolle. Hör doch mal auf, so zu übersteuern. Das ist mir wurscht. Nein. Am besten übersteuere ich richtig hart. Du bist doch keine Quietsche-Ente, oder? Du musst ein Quietsche-Entchen sein, oder was? Piep, 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 piep. Piep, piep. Ach, piep, piep, piep. Ja, hörst du immer an, wie sich das anhört. Piep, piep. Das wären 18 Schaden. Das wäre der Mojo. Das geht nicht. Das ist die Susan Boyle. Mach mal die Flügel. Gleich, guck mal, was ich kann. Ich zeig dir jetzt mal einen Zaubertrick. Damn, Hotte! Ja. Alter, bringst du mich. Übrigens, ja. Einen schönen Krutz. Mann. Vom, ich glaube, der Blitzkrieg ist es gewesen. Echt? Und was? Ja. Ja. Kollege, ja. Gerade du, ne? Ja. Gerade du hier ja. als Sohn hier von mir, als gell? Als Sohn hier von mir, ne? Ja. Du Kollege, ich hab dir das auch schon 100.000 Mal gesagt. Mach doch mal deine Charaktere wieder raus, wenn du fertig bist mit Kämpfen. Du hast mit Sicherheit wieder irgendwelchen Schrott drin. Kann das sein? Wenn ich jetzt reingucke, hast du bestimmt wieder eine Tina oder so nee, drin. Nee, nee, ich hab Hobbytonne. Ja, ich guck gleich. Okay. Ich guck gleich. Okay. So. Blitzkrieg ist es nämlich auch schon aufgefallen. Er hat gesagt, hier, das gibt's nicht. Der Kollege, der kriegt bald Minecraft-Verbot, hat er geschrieben. Minecraft-Verbot? Ja. Oh, wahrscheinlich, weil ich würde sterben, Alter. Ich weiß, dass du sterben würdest, deswegen mach's ordentlich. Was? Oh, die betrunkene okay. Lila ist natürlich auch mega, mega nice mit der 20er Mauer, ne? Das ist schon brutal, ey. Du bist halt echt gesprochen. Oh, und jetzt kommt der Buff. Also jetzt mal ganz ohne Witz, dass ich Minecraft-Verbot bekomme, ist klar. Ja. Ich würde ein... Hä? Mach mal hier da Arbeit ordentlich, Kollege. Ich lass mir doch nicht Minecraft verbieten. Ja, dann mach mal da Arbeit ordentlich, Kollege. Oh, du Scheiße, ist der tough, ey. 58, so viel Leben habe ich doch bald gar nicht mehr, ey. Was ist das für eine Kacke hier? Was soll ich denn da jetzt machen? Krieg ich denn den down? Ich hab's vergessen, ey. Ich muss ihn jetzt einfach nur erstmal versuchen aufzuhalten, ey. Ach du Scheiße, nett. Was ist denn das jetzt? Oh mein Gott, jetzt ist eh vorbei. Ist eh vorbei jetzt hier. Kann ich eh nichts mehr machen. Hat sich erledigt. Oh Mann. Gibt's das auch noch? Jetzt habe ich echt einen Kampf verloren. Ja, das ist so gut. Ich hasse den. Komm, Mann. Es wird zurzeit so reingehackt, das kotzt einfach so an. Schon wieder gegen Gorlois Land. Schon einen Kampf verloren. Ja, das hast du verdient.
Elodie. Nein, Quatsch. Der Gleich hat mich verdient. Ihr müsst wissen, der Gleich ist cool. Dankeschön. Noch mehr als cool. Ah! Dankeschön. Oh, jetzt bist du hinter uns? Ja. Na, mal gucken hier. Sword Bob ist natürlich auch mega nice. So. Jetzt pushen wir mal von der Seite erst einmal. Es wird nicht ganz reichen, um den Bender klein zu bekommen, aber Rupert, das sind die Equestronauten, ist auch gut. Equestronauten? Jo. Also meinst du gleich. So, und dann machen wir hier Roller Derby Haley noch neben dran. So, und dann machen wir hier nochmal, pushen wir nochmal von der Seite und dann war's das. Elodie. Elodie ist jetzt weg vom Fenster. Finestro. Finito. Ay, caramba. So. Noch zwei. Dann sind wir auch schon durch hier. Ja. So ist das, ne? Zwischendrin schon gefragt worden, ob die Beteiligung bei uns runtergegangen wäre. Das habe ich gelesen. Aber bei 44 Aktiven im letzten Rumble bin ich echt super, mehr als zufrieden. Ganz ehrlich, 25, 20. Ach komm, wir machen jetzt einfach hier die einäugige Ballkanone und dann ist das Ding hier gelaufen. So! Petit Cox, Petit Cox. So. Oh, warte. Ja, ich bin immer gespannt. Ja. Wie das Ganze hier weitergehen wird. Ein Kampf habe ich noch. Und wo wir zum Schluss landen werden. Momentan sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus. Also wenn wir im Schnitt immer über 40 Leute hätten, die angreifen, wäre das eine ziemlich geile Sache, muss ich sagen. Echt? Das ist doch cool. Aber sicher doch. Aber sicher. 28 Schaden, dann ist die Tina gleich schon wieder weg. Zack. Und dann machen wir hier noch den Bob hin. Und dann machen wir hier noch die Furzschule für Hochbegabte. Und jetzt machen wir nochmal die Tina zum Heilen. Und dann haben wir die nächsten glatten 100. Ach, ist das schön. So. Oh nein, der ist schon wieder da. Von so eine glatte 100 an. Ja. Aber du hast mir in deinem ersten Kampfmatch verloren? Ja. Du kriegst weniger Punkte als ich. Also muss ich screenshotte ich und hängst dir übers Bett. Und poste es auf Instagram. Am Ende werde ich sowieso vor dir sein. Ja, aber nein, jetzt erstmal in der Wertung wirst du jetzt unter mir sein. Da schauen wir erstmal. Du wirst jetzt nicht in der Top 10 sein. Da schauen wir. Du hast 60 Punkte liegen gelassen, über 60 Punkte. Das bedeutet, ich habe ja gesagt, nur 60 Punkte darfst du liegen lassen, sonst bist du unter mir. Jetzt machen wir mal. Machen Sie mal ein bisschen Piano, junger Mann. So, mehr gucke jetzt mal. So, gucken wir hier nochmal rein. Also, Lord Universe, Treni. Also, Yamakasi, mich erst erwähnt, das ist Chris, ich kann, aber nicht mehr lange. Gamer Guy, WMW, Puschel, Nero, Blitzkrieg, Bloody Fruit, Zombos, Nüsse, Petrogeli. Außerdem, du bist auf Platz 14, mein Lieber. Ja. Liktuel, Mikael, Bektasch, Pity der Boss, Florian Gaming, Gold Elite, Dietronic, ja. Yam Yam. Alter, wo bin ich denn? Ach so, ja. Also die Punkte sind noch nicht gewertet worden. Wow, kriegst höchstens 800 oder sowas. So, jetzt gucken wir mal. Hallo? Kann ja gar nicht sein. So. Ich habe ja alle anderen Matches ziemlich gut abgeschnitten insofern. Dann gucken wir mal jetzt da rein in die Gildenrangliste. Da ist es eigentlich immer in der Regel ziemlich aktuell. Chris 420, Puschel, Nero. Chris auf Platz 1. Puschel
auf Platz 2. Dann Nero, Blitzkrieg, Gamer Guy, Lord Universe auf Platz 6, WMW, Yamakasi, Mark Oliver 500. Das wird so bis zum Ende nicht bleiben. Das auf gar keinen Fall. Wieso nicht? Wird das so. Also im Backtash gönne ich es ja. Im Backtash gönne ich es ja, dass er einen Platz vor mir ist. Okay? Backtash? Cool. Platz 10 schon einmal. Ich freue mich riesig. Aber dir? Mit deinem anderen Account, ja, nicht einmal mit dem Lord Universe, dir, dass du mit deinem Mark Oliver 500 vor mir bist, das akzeptiere ich nicht. Das wird auch so nicht bleiben. So, Dietronic, Florian Gaming, als ob, ey, das ist ja wohl echt der Hammer, was hier passiert ist. Echt, weil ich diesen Scheißkampf verloren habe, aber das kriegen wir schon wieder rein. So, Dietronic, Florian Gaming, Herr Bausen, Gold Elite. Das letzte Mal war ich auch irgendwo auf Platz 18, habe mich wieder hochgearbeitet auf Platz 8. So, nur mal so. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Florian Gaming, ey, guck mal, Florian Gaming auf Platz 13. So geil. Herr Bausen, Gold Elite, Zombos, Bloody Fruit, League 12, Fresh Prince, Petro Geli, Pity der Boss, Johnny Bauer, Yummy Yum, Hitman, Nüsse. Dein Vater, Yaminator, Geminator, The Beanie, The Low, Easy, Tim Gay, Eat Fresh Food, El Zola, Mikael, kurz bitte in die Top 10. Beta Rüdiger, nein, ich mach jetzt erstmal hier fertig. Okay, ja, okay. Juju Di Laurentiis, Der Big Bean, Sahand McFreezy, Boston Bruin, Daniel Kimberly, Orients, Isik Ferrit, Luca. Luca? Ja, Luca hat im letzten Rumble das erste Mal wieder mitgemacht. Und ich bin froh, wieder ein Lebenszeichen von ihm gehört zu haben oder gesehen zu haben, weil ich habe mir schon Sorgen gemacht. Und meine Sorgen hatten sich bestätigt, er hatte wohl einen Unfall, ist wohl von einem Auto angefahren worden und lag im Krankenhaus. Oder liegt vielleicht sogar noch im Krankenhaus. Ich kam jetzt noch nicht dazu, mich damit auseinanderzusetzen. Alles werde ich morgen machen. Hey Nils, Bessie, C, Let's Kick Ass Bessie und der Ivo Bahn. So, und damit haben wir schon 48 aktive jetzt hier. So, ich möchte mal ganz kurz schauen. Darf ich mal ganz kurz sein iPad, weil ich möchte mal kurz schauen? Nein, ich will jetzt erstmal hier ganz kurz gucken, was wir machen. Erstmal gucken wir in die Matches rein. Wir haben 3 Matches bis jetzt gehabt: einmal gegen Kitty Bear, Duffs, SDLG, Seguidores de la Grasa und Diet Hard. So. Dann Teamwork makes the dream work. Platz 1, Tony Meloni, Marihuana, Diatide. Die echten French Tour, Space Dog, Animations, Throwdown, Domination, OG Sparkle, Ponies, Hui Bui. How about you stay active, Belgic? Weed is all you need, be Belgian, Belgium. London Calling, kennen wir auch noch, Finlandia. Animation Clan, Rino lief hier. Und dann die Abmoderation. Ja, und dann ich habe gerade eben die Aufnahme abgeschossen. Ja, schießt die Aufnahme ab, als er ein Foto davon machen will, wie er mit seinem Mark Oliver 500 Account vor mir ist. Und damit schießt er, macht er, anstelle dass er einfach nur ein Foto macht, macht er das ganze iPad aus. Ja, ja, und dann ist alles weg. Super. Also. Ja, ich bin halt vorher gleich, ne? Das ist halt cool. Ja, das ist jetzt mal. Und das, ich finde es auch. Du kannst dir diesen Tag, kannst du dir im Kalender ankreuzen. Und zwar rot. So. Und zwar muss ich dazu sagen, ich bin auch. Jetzt machst du einen Kampf gegen mich. Jetzt. Einen Kampf gegen mich. Au. Ich vernichte dich sowieso. Du vernichtest mich gerne. Doch. Oh, du hast Emperor Blaine. Denn mein Deck ist zu versetzen. Was? Hast du jetzt alles vollgespuckt oder was? Setzen, alles klar. Das zerfetzt sich mein Deck. Auf geht's. Wenn du dich jetzt traust. Ich mich das trau. Das ist dein. Das ist your fucking Ernst, man. Ja, jetzt klingt's. Da ist er. Arena 15 bin ich. Bin heftig. Oh. Meine Tina stärker als mein Bock, ich muss sagen, deswegen habe ich zurzeit keinen Bock mehr.
Wir machen erstmal eine Publikum. Er hat die Tina wieder drin. Machst du bitte einen anderen Charakter rein? Das kann doch nicht wahr sein. Ich mach gleich nach dem Kopf. Lass mal sehen, wie kann doch nicht dein Ernst sein. Zerfetzt von deinem Deck. Lass dein Ernst sein. So. Du machst einen Mommy-Mumi, oder? Nee, du machst den Baum. Safe. Ich mach jetzt erst einmal die Tina und dann gucke ich mir an, was ich mache. Muss ich erstmal überlegen, mit was du dann kommst. So, jetzt könnte ich hier natürlich die Äquestronauten machen. Das wäre eine Möglichkeit. Und ich mache den Baum. Das ist die andere Möglichkeit. Und dann ist deine Globerella nach zwei Runden schon einmal down, Kollege. Ah, noch ein Kopf. Das war von meinem Deck schlecht. Ach, was denn? Ja, danach. Da warst du, was, wieso dann muss willst ich auch einen anderen Charakter haben. Warum willst du denn nochmal einen anderen Kampf haben? Du wirst sowieso safe. Ja, ich mach jetzt safe einen anderen abkacken. Charakter drin. Du wirst safe abkacken. Guck mal, du hast nicht mal einen Schadenspunkt bei mir verursacht. Ich mach jetzt mal einen Charakter. Nicht einen gottverdammten fucking Scheiß. Ich hab an meinem Charakter Punkt. Gelesen. Gar nichts an deinem Charakter gelesen. So. Das hat an meinem Charakter gelesen. Ja, ich muss mal ganz kurz meinen Charakter umstellen und dann. Und dann verlierst du trotzdem. Du wirst jetzt zerfetzt, gleich. Du wirst jetzt zerfetzt. Dann verlierst du trotzdem. Wenn der Power am Start ist, dann hast du keine Nein, Chance mehr. Nein, du verlierst okay. trotzdem. Das geht ja gleich. Du verlierst jetzt. Du verlierst. Du verlierst Haus nee, hoch. Warte mal, ich muss ganz kurz meine Figur ändern. Warte. Jetzt ist es draußen. So. Du wirst safe Haus hoch verlieren. Der Herr Sir Aisawa hat keine Lust mehr. Ja, weil er sich das Trauerspiel mit dir auch nicht mehr anguckt. Oh ja! Ja? Du bist einfach nicht so. Der sagt sich auch, wofür? Wofür soll ich das jetzt hier aufnehmen, ja? Und es wie, hat also wie die Träume eines jungen, heranwachsenden Menschen zerstört werden. Geh halt raus da unten. Geh doch. So. So, und jetzt. Die Illusionen eines Herrn sofort. So, also. Ja, ich so. Ist zwar die Tina drin, aber kommt gleich der Bobby. Warte. Achtung, 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 Bobby, Bobby, also er will jetzt nochmal rasiert Bobby, werden. Bobby, 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 Bobby. Da ist mein Bobby. 46 Leben. Oh! Da kommt er mit einem QB-Boom. Oh, da kommt mein QB-Boomhauer an der Stiesel, mein Freund. Spielst du jetzt ein Schäle-Menü oder was spielst du? Nein, ich mache jetzt erstmal einen Rollstuhl-Fehler. Und den spiele ich nämlich jetzt hier. Ein Schäle-Menü. Ja. Wovon träumst du eigentlich in der Nacht? Davon, dass du zerfetzt wirst. Ist das nicht ein Fuck? Was? Wo willst du mich denn zerstören? Wo willst du mich denn zerstören? Mit was? Mit einem QB Boomhauer? Willst du mich zerstören? Kampf. Nein! Ja, alle guten Dringe sind viel, drei. Wie viel? Alle guten Dringe. Alle guten Dringe sind drei. Alle guten Dringe sind drei. Noch ein. Alle guten Dringe. Wie oft soll ich dir noch zeigen, dass du schlecht bist? Mach jetzt noch einen Kampf. Ich bin nicht schwach. Auf geht's. Noch ist aber jetzt der allerletzte. Ja, okay. Und dann ist aber wirklich, also wenn ich dich dann jetzt nochmal vernichte und nochmal zerstöre, ja. dann wirst du. Ich weiß, dass du dich in deinen Schlaf heulen wirst heute Nacht. In deinen Schlaf heulen ja. wirst? Ich werde einschlafen und dabei heulen. Ja, logisch, du. Immer die. Ich fühle mich auch total schlecht dabei, ja, dich deiner Illusion zu berauben, aber. Aber manchmal muss das halt auch einfach sein. Es gibt nun mal Situationen im Leben, da muss man einfach zeigen, wer hier der Boss ist, ja? Das bin ich. Lass mich mal überlegen. Das ist die Yachtclub, das sind die Äquestronauten. So, das ist die betrunkene Lila. Die würde seine Roller-Derby-Heli ja fast gar nichts mehr machen hier. Und die gestresste Lila. Okay. Und das ist der Schwarz. Oh, der ist auch schön. Dann machen wir doch mal hier. Machen wir doch mal den Rotschi. Rotschi. Was ist denn das? Das ist meine neue Bikombo. Wo kommt denn die her? Im Golden Turtback. Wo hast du denn den rausgezogen? Aus dem Golden Turtback. Den King Roger? Ja.
Kenne ich noch gar nicht, hab ich noch nie gesehen, ey. Kollege, wo hast du den schon wieder ausgegraben? Aber trotzdem, hier, guck da. Schon wieder zerstört. Ich hab mal ein Dev-Deck drin. Oh! Ja, du sollst ja auch ein Dev-Deck drin haben, aber das Dev-Deck, das soll irgendwie ein bisschen mehr Schaden machen. Also ich bin jetzt wirklich sehr enttäuscht, Blech. Muss ich sagen. Ich bin sehr enttäuscht. Ich hab gedacht, du würdest mehr Schaden bei mir verursachen. Geh mal ganz kurz aus dem Esserver raus. Geh aus dem Esserver raus. Verloren hat er. Okay, so, ich reingehe. Ah, ist das schön. Warte mal, ich bin mal ganz kurz hier. Erstmal mein Throwdown. Einen Moment. Ist das einfach nice, ey. Naja. Ah, ich sollte mich vielleicht auch mit dem WLAN-Netzwerk verbinden. Oh, die Yamakasi. Na siehste, hat der Ableger vom Herrn gleich doch mal souveränen Tausi hingelegt. Ja, ist sogar hier schon gelobt. Haha. Ja. Hat das Video noch nicht gesehen, wie ich dich so zerstört jetzt, habe. Jetzt. Bin drinne, jetzt kommt das gute iPhone. So, okay. Füg mal hinzu. Was soll ich mit hinzufügen? Ja. Du kannst aber den ganzen Bild. Du kannst das ganze Bild. Du kannst das ganze ausfüllen. So, ja. Das kann, ja, erstmal aktualisieren. Du kannst alles ausfüllen lassen, ja? Alles mal hier. So, du kannst das Ganze. Nimm es jetzt einfach die Szene, du kannst es von ganz rechts nach ganz links. Von ganz links nach ganz rechts. Das wird jetzt nicht so ganz einfach werden. Warte. So, okay. Also, jetzt kämpfen wir mal gegen den Bleich. Naja, ich gönne ihm das, ja. Damit das Kind auch wieder ruhig schlafen kann. So, jetzt bin ich mal gespannt. Kiwi Boomhauer. Rutschen Bob. Ich würde mal sagen, dein Rutschenbob. Oh, der hat es noch überlebt. Easy. So. War aber eng. Wenn dein Rutschenbob das nicht mehr überlebt hätte. Dann haben wir halt noch einen Kampf gegen dich. Hat ja auch scheiße gespielt. So. Doch mal, Was hat der denn da? Mit der irgendwie Kram zusammen. Ja, schon mal. Das hier so? Ja, dann ist das blöde. Warte mal. Hier mit dieser Welche. Oh, oh. Oh, ich würde mal sagen. Was? Was? Mein Freund Roman ist geil, hat mich so viel Schlag gemacht. Das war aber ganz schön alt ausgesehen gerade. Also ja. Das war schon sehr knapp, muss man sagen. So, Rutschenbob, fangen wir mal an. Das war schon sehr knapp. Peter, dann mache ich jetzt einfach mal eine Roller der Alien. Was macht der denn da? Freeze Dome Linde. Was macht der denn da? So, dann hauen wir warum? Eine Lila hin. Warum spielt der denn so eine Scheiße zusammen? Und dann war es das Alter, easy. Vater, ey. Das kann der, oh, easy. Der kann aber auch manchmal eine Kacke zusammenspielen. Ja, natürlich noch einen. Wenn du sagst. Wie viele willst du ja, denn eben. Noch? Ja, eben, weil du sagst ja, dass die... Das war scheiß KI. Definitiv. Wie ein Fall. Natürlich. So. Eine scheiß KI. Was macht der denn da? Warum macht der denn... Ryan! Alter, Vater. So, jetzt kommt hier Drunk Peter hin. Und dann wird's easy für mich geworden sein. Easy! Der Gleicher ist doch easy! Jetzt könnt ihr mal sehen, wie schlecht der Gleicher eigentlich ist. So, jetzt kämpf ich mal gegen. Sucht jemanden aus, der Gleicher, gegen wen soll ich kämpfen? Blitzkrieg. Blitzkrieg, wo ist der?
Also? Oben. Hier. Ging lustig. Ja. Hat er reingepayt? Schau. Guck halt mal. Du hast, der hat safe reingepayt. Schau halt mal. Natürlich! Ja, der hat reingepayt. Da hat er geguckt, hat er eine Louise. Junge, er hat richtig reingepayt. Was denn? Hat er nur eine Death Bank? Ja, natürlich! Ja, natürlich! Alter! Ja, natürlich! Was ist? Oh, du hast verloren! Wow! Ja, wow! Warte mal, noch einen, noch einen, noch mal einen. Oh, du hast verloren. Nein, ich mach jetzt mal gegen... Nein, mach nochmal gegen Witz. Mach gegen Witz. Wieso? Er hat richtig reingepayt! Wie viel Geld hat er reingesteckt? 500 Euro? Keine Ahnung. Ja, eben! Ich hab Geld reingebuttert schon fast. So, und dann kannst du mal gegen Yamakasi machen. Gegen Yamakasi? Mhm. Warum payt ihr denn alle so rein? Scheiße. Mann, das kotzt so an, wenn was? Man so reingepayt. Oh, du siehst aber irgendwie ziemlich schlecht aus, muss ich sagen. Also, oh, 7 Leben hast du noch. Oh, wie schön. Oh, du bist tot. Ja, so, machen wir gegen Yamakasi. Gegen Yamakasi. Yamakasi. Ja, gegen Yamakasi. Und dann kannst du mal gegen Luca nochmal machen. Oh Gott. Wo ist der? Yamakasi hat übrigens eine. Da war er doch, da ist er doch. Eine Aufstellung gemacht. Ja. Wie er glaubt, wie der Rumble an, von der Position ausgehen wird in unserer Gilde. Ein Baseball Bobby, okay. Rasiert! Ja, Kasi ist auch besser als du. Rasiert! So, und jetzt noch gegen Luca oder was? Gegen Luca nochmal, ja. Nein. Ist einfach nur, dass ich mit einem guten Gefühl mich dann schlafen legen kann, wenn du sonst nochmal so richtig schön zerstört wirst. Na komm. Komm. Mach gegen Luca. Mach gegen Luca. Ja, komm, danke mach. Schön. Mach. Das mach ich doch gerade. Mann, ich habe überhaupt keine Lust mehr, Leute. Tja, klar, Luca. Pay noch mehr rein, bitte. Ja, noch ein bisschen mehr so. Ja, noch ein bisschen mehr auf jeden Fall. Pay auf jeden Fall nochmal 500 Euro, nochmal 500 Euro ran. Oh, du bist ja schon tot, das ging aber schnell. Okay, hast du überhaupt Schaden bei ihm gemacht? Gar nichts, ne? Jetzt machen wir einfach mal bei dir nochmal. Dass ich mit einem guten Gefühl aus dem Video rausgehe. Ich gucke jetzt gar nicht mehr hin. Ach. Ich will es gar nicht mehr sehen, es sei denn, du verlierst. Oh nein, das war's. Oh, ich befürchte, du verlierst. Ja, einmal, wow, einmal. Oh, du hast verloren gegen mich. Hast du jetzt verloren gegen mich? Wow. Wer ist die 1? Chris ist die 1, gell? Und unsere Gilde. Wir waren jetzt an Platz 1. Bin ich aber entspannt. Hat er auch reingefällt? Ich weiß es nicht. Kannst du nicht sagen. Leute, don't do that shit. Ja, wieso? Das sind ja jetzt einfach nur ganz normale Karten. Hier. Ganz normal fahrbare Karten. Was denn? Hat ganz normal rein. Ganz normale Karten. Da kannst du mal reingepackt. Wo denn? Heftig reingepackt. Bob, dann. Der hat eine Batman Roger ist da. Ja, und den habe ich auch. Oh, du hast schon wieder verloren. So, wir machen jetzt auch hier mal langsam Schluss. Ja, irgendwie der Herr Sofort ist einfach mit seinen unkontrollierten Extremitäten. Ich weiß nicht, der ist so durch den Wind. Vorhin macht er das iPad aus, wenn er ein Foto machen will. Jetzt will er irgendwas anderes zeigen und macht wieder sein Handy aus. Dankeschön. Herr Gleich, du bist ja lieb zu mir. Ja. Ich liebe dich. Toll, danke schön. So, ja, da würde ich mal sagen,
War, glaube ich, wieder mal eine relativ witzige Runde gewesen. Hat auf jeden Spaß Fall, gemacht. Der gleich hat gegen mich keine Ahnung wie oft verloren, von daher. Wo denn? Das war easy. Du hast gegen mich verloren. Wisst ihr, wie easy das ist, gegen den gleich zu gewinnen? Ja, Moment der mal, du hast sogar im letzten Kampf im Angriff gegen mich verloren. So ich habe dich sogar, easy, ich hab dich sogar da rasiert. Gar nichts. Was denn? Also ich würde mal sagen, dass ich eindeutig gezeigt habe, dass du gegen mich schlechter dastehst. Du? Ja. Weil ich einmal gegen dich verloren habe. Einmal! Ja, und die anderen Mal. Gut, ich habe nicht gegen dich verloren. Ja, aber du hast auch mal. Dreimal gegen mich gekämpft. Ich habe siebenmal oder so gegen dich. Siebenmal! Jetzt kann jeder im Video nochmal nachzählen, wie viel bei dir sieben sind. Siebenmal gegen dich. Mach die Abmoderation. Siebenmal werden wir. Und noch viel mehr rumblen. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch mal ein Likechen da. Schreibt uns was in die Kommentare, abonniert den Kanal. Schaut uns nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder gleich. Macht's gut, bis dann. Und ciao. Tschüss.